Herzlich willkommen zur Strafrecht AD Zusammenfassung. Und ihr wisst ja, ich mache am Ende der Videoreihe immer noch ein Video für euch, wo ich nochmal alles Wichtige für die jeweilige Klausur zusammenfasse. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, welche Themen besonders relevant sind für die Klausur und welche Themen ihr auf jeden Fall zu 100% lernen solltet. Des Weiteren werde ich euch die wichtigsten Schemata nochmal präsentieren und nochmal einzeln erläutern und dazu nochmal ganz kurz erklären, welche Delikte meistens gefragt werden. Fangen wir an mit dem, was brauchen wir an Grundkenntnissen, an Grundgerüsten für die Klausur. Und da gucken wir jetzt mal nach links, da haben wir jetzt 9 verschiedene Sachen. Das ist zum einen das vorsätzliche Begehungsdelikt, das ist der Versuch, das fahrlässige Begehungsdelikt, das Unterlassungsdelikt, die Actio Libera in Causa, auch ALEG abgekürzt, das erfolgsqualifizierte Delikt, die Täterschaft und Teilnahme, die Irrtümer und die Konkurrenzen. Das heißt, diese 9 Themen haben wir grundsätzlich im Strafrecht AT, welche von Bedeutung oder Relevanz sind für die Strafrecht AT-Klausur. Besonders bedeutend sind hierbei das vorsätzliche Begehungsdelikt. Das ist das Standarddelikt, was eigentlich in jeder Klausur abgefragt wird. Das ist der Versuch. Der Versuch ist auch sehr, sehr relevant. Die Actio Libera in Causa, welche sehr, sehr beliebt ist, vor allem wenn es darum geht, dass sich ein Täter beispielsweise betrinkt, um dann eine Straftat zu begehen. Dann des Weiteren die Täterschaft und Teilnahme, sehr, 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 sehr beliebt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und natürlich auch die Irrtümer. Also die werden auch immer sehr, sehr gerne gewählt. Was nicht so relevant ist, ist zum einen das erfolgsqualifizierte Delikt. Da kommt unter Umständen, ja, wenn überhaupt, die Körperverletzung mit Todesfolge in Betracht. Das ist auch die einzige, die in Betracht kommt im Strafrecht AT. Oder eben, und die Konkurrenzen. Die Konkurrenzen, die könnt ihr eigentlich, ja, die werden im Strafrecht AT nicht wirklich relevant sein und ihr werdet wahrscheinlich auch gar nicht erst bis zu den Konkurrenzen kommen, weil die Strafrecht-AT-Klausuren meistens so aufgebaut sind, dass man sie nicht in der vorgegebenen Zeit schaffen kann. Das sage ich aus Erfahrung. So. Der Rest, fahrlässiges Begehungsdelikt und Unterlassungsdelikt, ja, das solltet ihr drauf haben, ist aber in meinen Augen nicht so relevant für die Klausur. Also klar solltet ihr wissen, wie man das Ganze prüft und ihr solltet da auch relativ sicher drin sein. Aber das wird wahrscheinlich nicht den Schwerpunkt der Klausur bilden. Kommen wir zu den Delikten. Das heißt, welche Delikte brauche ich grundsätzlich für die Strafrecht-AT-Klausur? Und noch einmal mein Hinweis, das ist natürlich von Professor zu Professor unterschiedlich. Der Professor wird euch in den Vorlesungen zeigen und sagen, welche Delikte er prüfen wird und welche nicht. Nach meinem Verständnis ist es meistens so, dass Totschlag, fahrlässige Tötung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung mit Todesfolge, fahrlässige Körperverletzung und die Sachbeschädigung eine überragende Rolle spielen im Strafrecht AT. Der Rest, beispielsweise der Mord oder der Diebstahl, welche auch erwähnt werden im Strafrecht AT, die sind meistens nicht zu prüfen, weil diese schon echt sehr, sehr stark ins Strafrecht BT reingehen und somit meistens unrelevant sind. Aber wie bereits gesagt, haltet euch hier an eurem Professor, der wird es am besten wissen. Kommen wir zum vorsätzlichen Begehungsdelikt. Ich habe euch jetzt hier ein Schemata aufgeschrieben, mit allen möglichen Prüfungspunkten, die innerhalb eines Erfolgsdeliktes drankommen können. Was war nochmal ein Erfolgsdelikt? Erfolgsdelikte, jetzt hier beispielsweise, da muss eben ein konkreter Erfolg gegeben sein und das ist hier bei allen Delikten außer beim Diebstahl der Fall. Der Diebstahl ist so oder so wahrscheinlich nicht relevant für die Klausur, deswegen werde ich jetzt auch wirklich nur den Erfolgsdelikt hier besprechen. Es ist so, dass wir natürlich diesen dreigliedrigen Aufbau haben, das heißt Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld. In manchen Fällen kann es sein, dass noch der Strafantrag gestellt werden muss als römisch 4, aber das ist für die Klausur unrelevant und gilt auch meistens nur für die Sachbeschädigung oder für den Diebstahl. Und jedenfalls bei der Tatbestandsmäßigkeit prüfen wir natürlich objektiven und subjektiven Tatbestand. Und innerhalb des objektiven Tatbestandes prüfen wir wie immer Erfolg. Der Erfolg ist bei jedem Delikt was anderes. Bei der Tötung, also sprich bei Totschlag und Mord, ist es eben der Tod einer anderen Person. Bei der Körperverletzung ist es beispielsweise die körperliche Misshandlung oder die Gesundheitsschädigung. Und bei der Sachbeschädigung ist es zum Beispiel die Zerstörung oder Beschädigung einer fremden Sache. Beide.
Beim Diebstahl wäre es jetzt hier die Wegnahme einer fremden Sache, einer fremden beweglichen Sache. Die Handlung, ja, die wird man nur ganz kurz erwähnen müssen. Kausalität, objektive Zurechnung, hierbei auf jeden Fall objektive Zurechnung beachten. Das muss sitzen, das kann unter Umständen ja, zu einem Problemfall in der Klausur führen. Im subjektiven Tatbestand, das kennen wir eigentlich auch, da prüfen wir zum einen natürlich den Vorsatz bezüglich der objektiven Merkmale. Wir prüfen sonstige subjektive Merkmale, die für uns unrelevant sind. Das sind zum Beispiel die Zueignungsabsicht für den Diebstahl. Und wir haben natürlich auch die Irrtümer. Das ist hier vor allem der Tatbestandsirrtum nach § 16 Absatz 1 StGB und inbegriffen der error in persona, vel in objecto und der aberratio ictus. Und diese ganzen Irrtümer, vor allem aberratio ictus und error in persona, vel in objecto, sind für die Klausur wirklich sehr, sehr relevant. Schaut euch nochmal die Videos an, da habe ich alle Theorien erklärt, wie das Ganze funktioniert. Die werden im subjektiven Tatbestand nach dem Vorsatz bezüglich der objektiven Merkmale geprüft und sind sehr, sehr wichtig. Ich persönlich hatte die auch in meiner Klausur. Ja, und dann kommen die ganzen Rechtfertigungsgründe in der Rechtswidrigkeit, Notwehr, rechtfertigende Einwilligung, mutmaßlich rechtfertigende Einwilligung, Defensivnotstand, Aggressivnotstand, rechtfertigender Notstand. Hier nochmal darauf hingewiesen, den rechtfertigenden Notstand. Den prüfen wir erst, wenn wir alle anderen ausschließen können. Weil das ist sozusagen in Anführungszeichen unser Auffangtatbestand. Drittens dann die Schuld unter Römisch 3. Und da kommt dann zum Beispiel die Schuldfähigkeit. In der Schuldfähigkeit prüfen wir dann auch die Alik, ja, die Actio Libera in Causa. Schaut euch nochmal mein letztes Video an. Das letzte Video, Strafrecht AT 40 müsste das sein. Da erkläre ich die Alik in einem sehr, 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 sehr ausführlichen Video, damit es wirklich jeder versteht, was damit gemeint ist. Dann haben wir natürlich noch den Verbotsirrtum, der ist für die Klausur nicht wirklich relevant. Da haben wir den direkten und den indirekten Verbotsirrtum, sprich indirekter Verbotsirrtum wäre hier der Erlaubnisirrtum. Dann haben wir den ETBI, der Erlaubnistatbestandsirrtum. Und hier sage ich wirklich, der ist mega klausurrelevant. Mega, 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 mega klausurrelevant. Genau wie der Notwehrexzess und der entschuldigende Notstand gemäß § 35 StGB als Entschuldigungsgrund. Schaut euch vor allem nochmal die rot gefärbten Punkte an. Die sind extrem wichtig. Plus die Alik. Die Alik habe ich jetzt hier nicht rot gefärbt. Die Alik auch. Die Alik ist auch sehr, sehr relevant. Der Rest sollte sitzen, aber dürfte eigentlich keine Probleme darstellen. Der Rest ist eher so, ja, geschenkt. Kommen wir also ganz kurz, das vorsätzliche Begehungsdelikt ist natürlich das häufigste Delikt, welches wir prüfen werden. Ja, der Rest eher unwahrscheinlich, beziehungsweise was heißt unwahrscheinlich, kann natürlich auch dran kommen, aber das hier sollte unser Grunddelikt sein, den wir auf jeden Fall solide beherrschen sollten und der wird auf jeden Fall dran kommen. Der Rest kann natürlich auch dran kommen, sorry, da habe ich jetzt mich gerade ein bisschen versprochen. Also der Versuch ist auch natürlich auch sehr, sehr relevant, genau wie was habe ich vorhin gesagt? Genau wie. Ja, also ich sag mal so, als Delikte wirklich Versuch und vorsätzliches Begehungsdelikt. Der Rest, darüber kann man sich streiten. Kommen wir zum Versuch. Versuch haben wir natürlich jetzt einen viergliedrigen Aufbau: Vorprüfung, Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld. Und das kennt ja auch alles, da muss ich jetzt hier nicht nochmal alles zu erläutern. Besonders relevant sind hier unmittelbares Ansitzen und vor allem der Rücktritt. Also bei mir damals in der Klausur kam auch der Rücktritt dran. Der Rücktritt war auch hat wirklich eine herausragende Bedeutung damals bei mir gehabt. Schaut euch nochmal den Rücktritt an, wie der geprüft wird. Besonders relevant der Rücktritt von Einzeltätern. Der Rücktritt von mehreren Tätern ist eher unrelevant. Das fahrlässige Begehungsdelikt, natürlich auch wieder ein dreigliedriger Aufbau: Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld. In der Tatbestandsmäßigkeit prüfen wir die Erfolgsverursachung, sprich Erfolg, Handlung, Kausalität, kommen dann zur objektiven Sorgfaltspflichtverletzung, indem wir das außer Acht lassen, der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt prüfen und die objektive Voraussehbarkeit des Erfolgs und bei der objektiven Zurechnung durch den Pflichtwidrigkeits- und den Schutzzweck Zusammenhang. In der Schuld haben wir dann auch nochmal ein paar Dinge, die wir prüfen müssen. Schaut euch dazu nochmal das fahrlässige Begehungsdelikt als Video an. Ich weiß nicht mehr genau, welches Strafrecht die Folge das war. Schaut meiner Playlist nach. Hier besonders relevant halte ich persönlich das außer Acht lassen im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, wenn man hier wirklich argumentieren muss, welche Sorgfalt hier außer Acht gelassen wurde und natürlich auch der Pflichtwidrigkeitszusammenhang, sprich hätte der Täter die Tat auch begangen, wenn er
pflichtgemäß gehandelt hätte. Ich halte das fahrlässige Begehungsdelikt, naja, nicht für sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht von herausragender Bedeutung. Es ist eher so ein Nebendelikt, mehr oder weniger, was man dann nochmal prüfen muss, wenn man beispielsweise beim Abratio Ictus zu der Folge kommt, dass man Fahrlässigkeit prüft und Versuch. Nur als Beispiel. Und dann haben wir noch das Unterlassungsdelikt. Beim Unterlassungsdelikt, ja, da ist vor allem die Garantenstellung sehr, 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 sehr relevant. Also wenn irgendwas zum Unterlassungsdelikt kommt, dann wird in ganz, 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 ganz vielen Fällen die Garantenstellung der Schlüsselpunkt sein. Der Rest, ja gut, die Vorprüfung, aktives Tun und Unterlassen, das muss auch gut begründet sein. Der Rest, Erfolg, Unterlassen, quasi Kausalität, objektive Zurechnung, Entsprechungsklausel, das ist alles, brauchen werden wir da gar nicht prüfen oder ist sehr, sehr einfach zu prüfen. Schaut euch auch hierzu nochmal das Unterlassungsdelikt an von mir. Und schließlich nochmal ein paar Worte zur Täterschaft und Teilnahme. Die ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Hier gibt es auch kein wichtig, unwichtig. Das heißt, hier ist alles wichtig. Sowohl die mittelbare Täterschaft als auch die Mittäterschaft, als auch die Anstiftung, als auch die Beihilfe, die sind wirklich alle sehr, sehr wichtig. Und besonders relevant ist hier wirklich, dass ihr abgrenzen könnt, was Täterschaft ist und was Teilnahme ist. Das wird ganz, ganz oft gefragt, dass man das richtig einordnet. Und das Ganze, wie ihr wisst, macht man mit der gemischt-subjektiv-objektiven Theorie, der Rechtsprechung und mit der Lehre von der Taterschaft von der Literatur. Mit diesen beiden Theorien bestimmen wir, liegt jetzt hier Täterschaft oder Teilnahme vor. Täterschaft wäre hier Alleintäterschaft, mittelbare Täterschaft und Mittäterschaft. Teilnahme wäre Anstiftung und Beihilfe. So, das war es jetzt hier grundsätzlich an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video konnte euch nochmal einen kurzen Einblick geben, was ihr jetzt konkret zu lernen habt. Falls ihr noch Fragen habt, falls ich hier irgendwas vergessen haben sollte, wovon ich natürlich nicht ausgehe, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Und ich würde freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet, wenn ich euch helfen konnte. Wenn ich euch nicht helfen konnte, dann macht natürlich einen Daumen nach unten. Ja, das macht auch nichts. Und ja, schreibt mal unten in die Kommentare rein, was für Videos ihr euch in Zukunft wünschen würdet. Wünscht ihr euch unter Umständen mehr Fälle? Bei den Fällen muss ich immer dazu sagen, die Fälle dauern natürlich mehr als doppelt so lange wie jetzt die Folien hier. Bei den Fällen muss man sich erst einmal einen Fall ausdenken und diesen dann komplett schriftlich erstmal selber lösen, bevor man ihn dann auf die Folie überträgt und das Ganze noch abdreht. Das heißt, das ist eine immense Arbeit von 3 bis 4 Stunden pro Fall. Und ihr wisst ja, ich muss das Ganze auch noch mal ein paar Mal durchprüfen, denn ich kann euch jetzt natürlich hier nichts Falsches hochstellen. Das wäre natürlich fatal. So, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Glück bei der Klausur. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Paragraph 31.